Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Scharf TV. Ich bin die Sarah von Scharf Production und heute habe ich eine ganz besondere DIY-Idee für dich, denn ich möchte Kerzen bestempeln. Kerzen sind ja in der Weihnachtszeit nicht wegzudenken und von daher, warum nicht auch die Kerzen verschönern? Das funktioniert natürlich auch zu jedem anderen Anlass und zu jeder anderen Jahreszeit. Aber jetzt zu Weihnachten hat man natürlich besonders viele Kerzen stehen und daher dachte ich mir, ich zeige dir mal, wie man die etwas aufhübschen kann. Außerdem sind Kerzen ein besonderes Highlight, um sie als Mitbringsel zum Beispiel zum Adventskaffee trinken mitzubringen oder jemand anderen einfach eine kleine Freude zu machen. In diesem Video gebe ich dir eine Step-by-Step-Anleitung und zeige dir wirklich Schritt für Schritt, wie es funktioniert, was man beachten sollte, was schief gehen kann und was man natürlich für Materialien dafür benötigt. Und ich quatsche jetzt hier auch gar nicht lange rum, sondern würde sagen, ich zeige dir mal, wie das funktioniert. Jetzt zeige ich dir aber erst einmal die Materialien, die wir für dieses Projekt benötigen. Als erstes ein Stempel deiner Wahl. Als zweites Stempelfarbe. Hierbei ist es wichtig, welche Stempelfarbe du wählst, denn das nächste, was wir benötigen, ist Seidenpapier. Seidenpapier ist ein ganz dünnes Papier. Man kann fast durchschauen. Ich habe hier eins mit 20 Gramm gewählt. Es ist oft zum Beispiel in Verpackungen mit dabei, wenn du ein Päckchen geschickt bekommst und Ware darin verpackt wurde. Das kannst du natürlich genauso nutzen. Man kann es nochmal glatt streichen oder vielleicht auch bügeln, wenn es zu sehr zerknittert ist. Oder man bekommt es natürlich auch im Bastelgeschäft oder online. Seidenpapier lässt sich nicht so gut bestempeln, denn es gibt Stempelfarbe, die verläuft dann auf dem Papier. Das heißt, da zieht sich überall die Farbe durch die Fasern des Papiers und das Motiv sieht nicht mehr scharf aus und verläuft quasi komplett und wird unscharf. Das ist natürlich dann nicht mehr so schön und von daher ist es wichtig, darauf zu achten, welche Stempelfarbe man wählt. Das kannst du vorher ganz einfach mal auf dem Papier ausprobieren. Nimmst einfach ein kleines Reststück und probierst deine Stempelfarben mal durch, ob das mit deiner Stempelfarbe funktioniert, die du hast. Ansonsten empfehle ich dir die Farbe von VersaCraft. Ich habe hier schwarze Farbe gewählt, die ich für meine Kerze verwenden werde. Des Weiteren benötigen wir noch Backpapier. Kannst du ganz normales aus der Küche verwenden. Eine Schere, einen Heißluftföhn oder einen normalen Föhn. Aber hier sei gesagt, nicht jeder Föhn funktioniert. Also dein Haarföhn kann funktionieren, muss aber nicht. Dann noch zwei Umlegeklammern und natürlich das Wichtigste, die Kerze. Man kann die unterschiedlichsten Kerzen verwenden, sei es hier einfach nur eine kleine Stabkerze oder eine größere Kerze. Es funktioniert beides. Es kommt halt am Ende auf das Motiv drauf an und deshalb ist es auch so wichtig, dass du vorher schaust, dass dein Motiv auf die Kerze drauf passt. Fangen wir mal an mit Schritt 1. Wähle dir einen zum Anlass passenden Stempel. Beachte, dass das Motiv gut auf die Größe deiner Kerze passt. Du kannst es natürlich später immer noch anpassen, aber so im Groben sollte das schon vorher einmal getestet sein. Ich nehme nun meinen Stempel und bringe Stempelfarbe auf den Stempel auf. Das Seidenpapier sollte auch so dünn wie möglich sein. Ich habe hier 20 Gramm gewählt, denn wenn es etwas dicker ist, kann es sein, dass man es am Ende doch durch die Kerze etwas durchscheinen sieht. Im nächsten Step werde ich das Seidenpapier bestempeln. Und bei Seidenpapier ist es so, wenn man es anfasst, hat es wie zwei unterschiedliche Seiten. Eine, die ist etwas rauer und eine, die ist etwas glatter. Das merkt man, wenn man mit den Fingern darüber streicht. Und ich würde dir empfehlen, die glatte Seite zu bestempeln. Denn man bekommt dann beim Verschmelzen mit der Kerze einfach ein schöneres, klareres, besseres und brillanteres Ergebnis. Kleiner Tipp nebenbei, ich würde dir empfehlen, leg dir etwas unter das Seidenpapier, sei es eine Stempelunterlage oder ein normales Blatt Papier. Denn das Seidenpapier ist so dünn, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du mit der Stempelfarbe durch das Papier durchdruckst. Und wir wollen ja keine unschönen Rückstände auf dem Tisch oder sonst wo hinterlassen. Deshalb leg dir einfach eine Unterlage drunter und dann sollte nichts schief gehen. Im nächsten Schritt nehme ich nun das Seidenpapier und schneide das Motiv grob aus. Keine Panik, das ist nicht schlimm, wenn es nicht ganz sauber ausgeschnitten ist, denn man sieht es im Nachhinein ja nicht mehr. Es geht nur darum, dass man das Motiv jetzt an sich hat, dann auf die Kerze auflegen kann und nicht zu viel hat an Papier, was übersteht. Im nächsten Step nehme ich dann schon meine ausgewählte Kerze und positioniere das Seidenpapier auf der Kerze genau und schaue, dass das Motiv auch schön gerade ist oder je nachdem, was du für ein Motiv gewählt hast, dass es einfach gut proportional zu der Kerze passt. Wichtig ist noch, dass du darauf achtest, dass das Seidenpapier an keiner Stelle übereinander liegt, sondern dass es einlagig ist. Das kann natürlich bei so einer Stabkerze etwas schwieriger sein, gerade wenn das Motiv dann doch etwas größer ist. Wenn man es drum
drumherum legt, dass es sich am Ende vielleicht dann doch an der Kerze trifft, dann schneide das Seitenpapier einfach genauso zu oder wähle ein anderes Stempelmotiv aus, was dann dafür genau passend ist. Außerdem musst du darauf achten, dass das Seitenpapier keine Falten wirft, denn das würde man nach dem Verschmelzen mit der Kerze auch im Nachhinein sehen. So, nun habe ich das Motiv genau auf meiner Kerze ausgerichtet und richtig fest angedrückt und angepresst und kann nun das Backpapier zur Hilfe nehmen und lege dieses über das Motiv drüber und umwickle die Kerze damit richtig fest. Auch hier musst du darauf achten, dass das Backpapier keine Falten wirft. Bei einer großen Kerze ist das etwas einfacher, denn da kannst du es einfach mit deinen Händen hinten umschließen und richtig festziehen. Bei einer Stabkerze hingegen kann das doch etwas heiß an den Fingern werden. Daher würde ich dir empfehlen, da die Umlegeklammern zu verwenden und das Backpapier, wenn du es richtig festgezogen hast, einfach zu umklammern, sodass der Druck gleichmäßig auf dem Papier bleibt und es vor allem auch faltenfrei bleibt. Also merke an dieser Stelle, es ist einfach wichtig, dass das Backpapier ganz straff eingespannt wird. Ja, und nun ist es schon soweit und ich kann das Motiv mit der Kerze verschmelzen. Hierfür nehme ich mir meinen Heißluftföhn zur Hand. Man kann natürlich auch, wie gesagt, einen normalen Haarföhn verwenden, aber nicht jeder funktioniert gut und das Ergebnis kann am Ende nicht so gut aussehen, weil die Hitze vielleicht nicht so gut auf der Kerze verteilt wird. Denn man muss jetzt auf jeden Fall sehr achtsam sein und genau den Punkt abwarten, wo das Seitenpapier mit der Kerze verschmilzt. An sich geht das wirklich schnell. Man kann es daran erkennen, dass die Stelle vom Stempelabdruck etwas dunkler wird. Und außerdem ist es wichtig, dass du den Föhn immer hin und her bewegst und nicht so lange auf einer Stelle bleibst, denn das würde die Kerze etwas uneben machen und man sieht, dass man da etwas eingearbeitet hat. So, und wenn du nun sicher bist, dass du alle Stellen erreicht hast, kannst du das Backpapier ganz langsam wieder entfernen. Sollte es Stellen geben, die doch noch nicht komplett verschmolzen sind, dann wiederhole den Vorgang einfach, bis du ein schönes Ergebnis erzielt hast. Wie gesagt, du kannst es wirklich bei den unterschiedlichsten Kerzen anwenden und es geht richtig schnell. Man braucht gar nicht viele Materialien dazu. Wie gesagt, Seidenpapier ist wirklich leicht zu beschaffen und vielleicht kannst du in Zukunft auch einfach das Papier aufbewahren, wenn du es mal in einer Verpackung mit dazu bekommst. Es gibt auch die Möglichkeit, anstatt Seidenpapier eine Schicht vom Taschentuch oder einer Serviette zu benutzen. Ich persönlich mag das nicht so, denn das Ergebnis wird nicht so schön sauber. Man merkt die Struktur einfach auf der Kerze und der Stempelabdruck ist nicht klar und nicht scharf genug. Aber probier dich da einfach aus. Man kann ja auch erstmal auf einer bereits angefangenen alten Kerze üben und schauen, dass man sich die Technik ein bisschen aneignet, ein Gefühl dafür bekommt, bevor man dann auf der richtigen Kerze damit anfängt. Ich hoffe, dir gefällt die Idee auch so gut und du hast Lust, direkt loszulegen, deine Kerzen, die du jetzt Weihnachten aufstellst, alle zu verschönern und zu bestempeln. Du musst natürlich nicht unbedingt Stempel dafür verwenden. Du kannst es genauso gut bemalen, beschreiben, belettern, was auch immer. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Probier dich einfach aus und wie gesagt, mit dem Seidenpapier einfach schauen, was gut funktioniert, welche Farben darauf funktionieren, so dass sie nicht darauf verlaufen. Ich bin gespannt, wie dir das Video und die Idee gefällt. Erzähl mir das unbedingt unten in den Kommentaren. Und wenn du die Idee nachmachst und zum Beispiel auf Facebook und Instagram unterwegs bist, dann verlink mich gerne, denn dann sehe ich auch dein Ergebnis und kann es auch mit den anderen teilen. So können wir ganz viele Ideen austauschen und uns gegenseitig Freude bereiten. Und im Anschluss verlinke ich dir jetzt nochmal ein Video mit einer anderen Idee, auch passend für Weihnachten.